Der Vortrag wird gerade noch geladen, insofern müssen wir uns noch ein paar Sekunden gedulden. Aber jetzt ist er da, genau. Von diesen drei Aspekten, die wir uns heute vorgenommen haben, möchte ich heute auf die Themen Freiwilligkeit oder Planung eingehen, also auf den Aspekt Qualität und Planung. Geht das alles freiwillig? Kriegen wir das mit ein paar sanften Anreizen hin oder braucht es dann möglicherweise härtere Mittel? Ja, was Qualität genau ist, da gibt es natürlich verschiedene Definitionen, aber da versuchen wir ein bisschen den Punkt zu kriegen, von was wir ausgehen. Dann auch zu überlegen, wie gehen wir denn damit um, wenn wir wissen, etwas ist besser. Also wie kriegen wir das letztendlich in die Versorgung, in die Realität sozusagen umgesetzt? Und dann würde ich mir gern mit Ihnen anschauen, was für Freiwilligkeit, was für Planung spricht. Nun, Qualität, das wissen Sie sicher, ist mehrdimensional, aber wir sind uns sicher einig, wenn wir sagen, ja, qualitativ hochwertige Versorgung, dann bedeutet das Dinge wie längeres Überleben, dann bedeutet das zum Beispiel höhere Lebensqualität oder ein besseres Outcome. Klar, keine Frage. Und das setzen ja die zertifizierten Zentren der Krebsgesellschaft um, indem sie letztlich versuchen, gute, leitliniengerechte Versorgung zu realisieren, Daten zu erheben und die Ergebnisse zu spiegeln und zu reflektieren. Ganz konkret dadurch, indem man einfach Netzwerke von verschiedenen Behandlungspartnern bildet, interdisziplinär, intersektoral, leitliniengerechte Versorgung nicht nur niederschreibt, sondern natürlich auch prüft, am konkreten Beispiel, ganz konkret vor Ort und auch Daten sammelt, dass einfach klar ist, was passiert denn in meinem Haus und wie bin ich möglicherweise im Vergleich zu anderen. Das passiert einmal im Jahr, wie Sie wissen, durch eine fachkundige Person konkret vor Ort, die sich die Realität der Versorgung dort auch anschaut. Rein formal gesehen sehen viele Zentren zunächst mal die Mindestmengen, natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Es ist natürlich nicht egal, wie häufig sie etwas machen. Für die Qualität ist es ein Unterschied, ob es dreimal im Jahr oder 30 Mal im Jahr ist. Ganz entscheidend dabei, und das ist auch ein Punkt, den wir an den Mindestmengenregelungen des GBA so ein bisschen kritisch sehen, die flankierenden Vorgaben zur Struktur und Prozessen. Warum? Nur weil sie viel operieren, heißt es nicht, dass sie die richtigen operieren. Und nur weil sie viel operieren, heißt es auch nicht, dass sie gut operieren. Da ist es sehr wichtig, auch um Fehlanreize zu vermeiden, das entsprechend in einer Einheit zu betrachten. Und wird oft unterschätzt, Arbeit mit den eigenen Daten passiert nicht selten in den Audits, dass Zentren erst dann merken, dass sie ein Problem haben, wenn sie mal gewisse Kennzahlen berechnen und schauen, wo sind wir eigentlich gut, wo sind wir eigentlich schlecht. Und es war dann natürlich immer eine berechtigte Frage, Sie betreiben hier so einen Riesenaufwand und sagen, das ist alles gut für die Qualität, ist das denn wirklich so? Und diese Frage war viele Jahre gar nicht so einfach zu beantworten, weil es schwierig war, eine entsprechend gleichwertige Vergleichsgruppe zu haben. Hier sehen Sie links einmal ein Beispiel, das war einer der ersten Versuche, das nachzuweisen, aus dem Jahr 2011. Wir betrachten da aber ja die Jahre 2004 bis 2008. Und da hat man das in einem Krebsregister fürs Mammakarzinom probiert, kleine Population, ja, wenige Variablen, nach denen man stratifizieren konnte. Da hat sich ein Überlebensvorteil gezeigt, aber da konnte man zum Beispiel nicht gut sagen oder dem Einspruch entgegentreten, woher wissen Sie denn, dass nur die gut informierten, besonders ja, reflektierten Patienten in ihren Zentren landen. Schwierig. Das war durch die Wietzen-Studie, die Sie wahrscheinlich alle kennen, im letzten Jahr dann so ein bisschen anders. Eine sehr große Datenbasis, viele Entitäten, sehr viele Variablen, wo die Überlebensvorteile doch sehr stabil und auch zu einem großen Anteil signifikant waren. So, und wenn man das jetzt weiß, denkt man, wunderbar, wir wissen jetzt, da haben wir gute Qualität in den Zentren. Was tun wir jetzt? Der INNO-Ausschuss, der ja letztlich die Wietzen-Studie gefördert hat, hat gesagt, ja, lieber Unterausschuss Qualitätssicherung, bitte umsetzen in ja, Richtlinien oder was auch immer. Da sind verschiedene Dinge denkbar. Stichwort zum Beispiel Patienteninformation, Bewertungskriterien von Zertifikaten und Siegeln und so weiter. Aber da scheint es jetzt auch erstmal zu liegen. Über die Gründe kann man so ein bisschen spekulieren. Sicher wird es eine Rolle spielen, dass wir eine Krankenhausreform erwarten und man dann vielleicht auch erstmal schaut, was jetzt da so an Tagen wie heute beschlossen wird. Das muss man sehen. Letztendlich ist es aber dann auch die große Frage, um die es in diesem Vortrag auch geht, wie kriegen wir denn diese Qualität in die Fläche rein?
Kriegen wir das auf Freiwilligkeit mit leichten Schubsern hin oder müssen wir da irgendwie jetzt ein bisschen mehr unternehmen? Man ist geneigt zu sagen, naja, natürlich brauchen wir klare Regeln, aber vergisst dabei gerne, dass das Thema Qualität durchaus viel mit Freiwilligkeit zu tun hat. Wir sehen das eigentlich in den Audits jeden Tag. Gerade die besonders guten Zentren berichten sehr häufig, dass ihre Qualität letztendlich auf Dingen beruht, die sich gar nicht so einfach fassen lassen. Also, dass sie zum Beispiel motivierte Leute haben, die was bewegen wollen, das können sie natürlich nur schwer verordnen. Diese Qualität, die in den Audits letztlich betrachtet wird, heißt auch Transparenz. Wenn mal Gäste mit in die Audits kommen, sind die immer erstaunt, wie ehrlich die Zentren sind und wirklich auch sagen, ja, wir haben in dem Punkt Mist gebaut letztes Jahr oder hier haben wir wirklich ein Problem, wo wir vielleicht selber noch nicht so genau wissen, wie wir das angehen können. Vorteil ist natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, dass hier im allerschlimmsten Fall das Zertifikat weg ist. Wenn es natürlich um die Leistungserbringung allgemein geht, ist es schwierig zu sagen, ob dann alle immer noch so ehrlich wären. Das ist einfach ein Aspekt dieser Freiwilligkeit, dass sie diesen, ich sag mal, geschützten Raum haben, wo sie dann auch ein gewisses Vertrauen aufbauen können und über diese Dinge reden können. Und auch die Tatsache, dass sie wissen, sie sind jetzt besser als die anderen, also sie haben vielleicht ein Zertifikat, das recht neu ist, wo sich vieles noch sortieren muss, aber sie sind vielleicht eins der ersten Häuser, die das bekommen haben, im Gegensatz zu den anderen. Das ist nicht zu unterschätzen, was das auch nochmal motiviert. Was spricht jetzt aber dagegen? Ja, die freiwilligen Maßnahmen sind eben, wie der Name schon sagt, freiwillig. Das heißt, sie werden immer einen Teil haben, der das nicht macht. Das hat eben konkret die Folge, dass knapp die Hälfte der onkologischen Patienten außerhalb dieser zertifizierten Strukturen behandelt wird. Und nun könnte man ja denken, naja, wenn ich dann auch weiß, da sind jetzt Häuser mit einer super Qualität, da werden doch auf kurz oder lang alle Patienten dahin gehen. So einfach ist es natürlich nicht, denn gerade in der Onkologie, stellen Sie sich vor, Sie sind mit so einer Diagnose konfrontiert, dann haben Sie natürlich mitunter Schwierigkeiten, sich da so zu sortieren und auch dran zu denken, in welches Haus Sie jetzt am besten gehen, dass man einfach jetzt nicht per se davon ausgehen kann. Das spricht natürlich für eine gewisse Planung und man kann jetzt nicht behaupten, dass die Planungsinstrumente oder die QS-Instrumente, die es gibt, diesen Qualitätsanspruch gar nicht hätten. Denken Sie an die Mindestmengen, ganz klar ist da der Qualitätsgedanke dabei, im Prinzip sehr viele GBA-Richtlinien oder auch gesetzliche Bestimmungen. Wir sehen darin einerseits das Problem, dass das oft nicht aus einer Hand kommt, sehen wir zum Beispiel beim Thema ASV, wo Anforderungen definiert werden, wo man darüber streiten kann, haben die was mit Qualität zu tun, dann wieder QS-Richtlinien. Das ist nicht so richtig aus einem Guss, auch wenn es vielleicht aus dem gleichen Hause kommt. Oh, und wie komme ich zurück? Das wollte ich nicht, genau. Und auch ein Aspekt, Thema Nachweis der Qualität, das sind diese Richtlinien bislang oft schuldig geblieben. Zwar sieht das SGB V das durchaus vor, dass der GBA seine Richtlinien evaluieren soll. Die Ergebnisse sind, da ist einfach noch nicht so viel bekannt, kann man sicher sagen. Und man muss auch sagen, die Richtlinien sind ja von vornherein nicht wirklich dazu konzipiert, um sie vernünftig zu evaluieren. Also zum Beispiel wenig begleitende Datenerhebungen bei Strukturrichtlinien. Ein schönes Beispiel in dem Zusammenhang waren ja die planungsrelevanten Qualitätsindikatoren, die erst alle wollten, dann waren sie da, dann wollte sie plötzlich keiner mehr. Viele Länder haben sie dann auch nicht umgesetzt und auch der GBA selbst musste letztendlich sagen, ja, wir haben da zwar jetzt einige Indikatoren erhoben, aber letztendlich lässt es dann doch nicht unbedingt eine Aussage über ein ganzes Haus zu. Und das ist in der Tat das Anspruchsvolle und das erklärt zum Beispiel auch, warum in der Zertifizierung nicht einfach irgendwelche Zahlen erhoben werden, sondern warum man das in einen so großen Kontext setzt. Kann man also überhaupt hohe Qualität planen oder sind wir dazu verdammt, letztendlich auf Freiwilligkeit zu setzen? Aktuell ist es ja so, und das kann Herr Dr. Risch sicher viel, oder hat es nochmal viel detaillierter erklärt, dass Sie einen Krankenhausplan haben, dass letztendlich daraus auch ein Vergütungsanspruch resultiert und
das Thema Qualität hier jetzt vielleicht nicht so einen ganz breiten Raum immer einnehmen kann. Sie haben dann einfach natürlich, und das ist Realität, viele Häuser, die erst einmal versorgen. Und dann müssen Sie im Prinzip jetzt mit der Qualitätssicherung irgendwie gucken, dass Sie da vielleicht das ein oder andere eingefangen kriegen. So wirkt es zumindest auf uns. Perspektivisch, und das ist ja auch der Anspruch der Krankenhausreform, wäre es natürlich wünschenswert zu sagen, man schaut sich erst die an, die gut sind, gibt darauf eine adäquate Vergütung und lässt dann die Leistungsausübung zu. Das wäre natürlich das Wünschenswerte, das, was ja, wir auch ein bisschen uns von der Krankenhausreform erhoffen. Also Fazit, wir sind uns sicher einig, dass es Qualitätsunterschiede in der Onkologie gibt und dass die auch zu hoch sind und dass die auch nicht zu rechtfertigen sind. Es ist aber sehr schwierig, Qualität objektiv nachzuweisen. In der Regel ist das recht komplex und ja, diese Softpower des Zertifizierungssystems hat hier durchaus Vorteile gezeigt. Diese Vorteile kann man meines Erachtens durchaus nutzen, indem man das nutzt, was in der Zertifizierung bereits gemacht wird, an Datenerhebung, an Nachweisen, an was auch immer, entweder finanziell oder eben die Nachweislast betreffen. Es muss letztendlich beides geben. Man muss auch diese Softpower versuchen zu integrieren. Und gerade bei dieser Berücksichtigung, bei diesem zusätzlichen Engagement, ist unserer Meinung nach noch ein bisschen Luft nach oben. Das für den Moment. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.